Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. State of Mind. Und wir haben genau hier aufgehört an dieser Stelle. Wir wollten mit dem Dr. Sykes sprechen. Und zwar spielen wir als Simon, der ein Bewusstsein entwickelt hat, haben wir in der letzten Folge erlebt. Beziehungsweise ich in der letzten Aufnahmesession erlebt. Dass er hier quasi ausgebrochen ist aus dieser Fertigungshalle, aus dieser Lagerhalle. Aber was hat genau der Dr. Sykes damit zu tun? Das ist die große Frage, das werden wir hoffentlich gleich herausfinden. Dr. Daniel Sykes, Facharzt für Neurologie, stellvertretender Klinikdirektor, dein persönlicher Hausarzt, Gesundheitsberater und Seelsorger. Den kennen wir eigentlich nur vom Adam. Aber was genau hat Simon damit zu tun? Das werden wir herausfinden, indem wir mit ihm reden. Sir, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie dieses Grundstück widerrechtlich betreten. Gastfreundschaft, mein Lieber. Was macht ihr in Richards Wohnung? Sir, Mrs. Nolan hat mich beauftragt... Mrs. Nolan ist weg. Haben wir ein Problem, Base 5? Haben wir das? Das weiß ich im Moment noch nicht. Ist, glaube ich, egal, was wir hier sagen, aber er soll doch einfach gehen. Sir, ich fürchte, ich muss darauf bestehen, dass Sie die Wohnung verlassen. Kein Wunder, dass wir deine Baureihe ersetzen. Komm, spiel uns was auf dem Ding da drüben. Warum genau sollte ich das tun? Dr. Sykes, warum sollte ich das tun? Du nervst mich jetzt wahrscheinlich so lange, bis ich es tue. Base 5 stimmt was nicht. Hey. Was passiert, wenn ich das jetzt ignoriere? Na los. Wird da nur so lang Spiel. Druck gemacht, bis ich's tue, oder passiert irgendwas anderes? Mit dem Base 5 stimmt was nicht. Richtig. Hey. Ich glaube, der nervt mich nur die ganze Zeit. Na los. Spiel. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich spielen. Ich dachte, irgendwie passiert da was. Ich erinnere mich gerade an, ach man, wie hieß das Spiel hier mit diesem, ach man. Ah, mir fällt der Titel nicht ein, egal. Mich erinnert jetzt gerade an was die Szene, egal. Spielen. Mir fällt bestimmt nachher ein, aber dann vergesse ich zu sagen. Ach so. Ja, ich kann doch nicht spielen. Das ist nicht wunderschön. Was macht der Bot? Improvisiert er? Ja. Ja. Na komm, dann spielst du jetzt das hier. Ja, ich hab doch gesagt, ich kann's. Das Lab ist vorbereitet. Liefert Nolan bei Carter ab. Ich muss zurück nach New York. Es geht mich ja nichts an, Doc, aber warum ausgerechnet Richard Nolan? Die KI braucht eine Bezugsperson. Jemanden, dem sie sich öffnet. Er wird natürlich modifiziert. Und Nolans Frau? Nicht mehr zu gebrauchen. Ich hab's denen gesagt. Diese Fremddatensache ist russisches Roulette. Aber Kurtz musste der Dame ja unbedingt eine neue Vergangenheit schenken. Tja, neu hat sie bekommen. Okay. Und die glauben, Nolan lässt sich überzeugen? Wir werden sehen. Wenn er seine Familie wirklich vermisst, haben wir eine Chance. Und wenn nicht, das Narkotikum. Er kommt. Tracy. James. Wer sind Sie? Mr. Nolan, keine Angst. Bitte, setzen Sie sich zu uns. Was machen Sie in meiner Wohnung? Richard warnen. Komm, wir warnen mal. Sir, ich glaube, diese Männer wollen... Du hältst die Klappe. Das genügt, Base 5.
War das richtig oder war das falsch, ihn zu warnen? Schalt den Bot ab, Quinn. Und lösch seine Aufzeichnung. Es war offenbar falsch. Ich will jetzt wissen, wer Sie sind. Wo ist mein Sohn? Sir, ich... Ah, ja. Oh ne, schade. Ich dachte gerade, er widersetzt sich irgendwie. Scheinbar ist das nicht vorgesehen. Okay, war doof. Ich hätte weiterspielen sollen. Dann hätte ich vielleicht wichtige Informationen bekommen. Schwierig. Okay. Ich hatte dir neue Daten geschickt. Hast du sie bekommen? Ja, habe ich. Na und weiter? Was hast du erlebt? Ich habe Bots gesehen. In einer Fabrik. Bots? Das ist seltsam. Deine Frau war auch dort. Mit Dr. Kurtz. Was? In der Fabrik? Adam, welche Fabrik? Wo? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Was ist denn? Ist was passiert? Dieser Junge. James. Er war allein. Nur ein Bot war bei ihm. Wieso lassen sie ihn so allein? Wen meinst du? Tracy und mich? Nein. Wen denn dann? Er war ganz allein. Sie gehen zu weit. Das alles geht zu weit. Bitte, Adam. Was hat Tracy gesagt? Hat sie über einen Upload gesprochen? Keine Anrufe mehr. Und halten Sie sich von meinem Sohn fern. Er ist nicht dein Sohn. Er muss wieder nach Hause. Er braucht seine Eltern. Er hat seine Eltern. Hat er nicht. Es ist sein verdammtes Recht, mit mir zu sprechen. Und es ist auch mein Recht. Jetzt reicht's mir aber. John ist mein Sohn. Er lebt hier bei mir. Alles andere sind Hirngespinste. Du weißt genau, dass es wahr ist. Und selbst wenn. Davon muss es noch lange nicht richtig sein. Adam, hör mir zu. Ich habe zugehört, Richard. Lange genug. Du bist ein Lügner, ein Ehebrecher und du bist kein Vater. Das alles hat absolut nichts mit mir zu tun. Selbst dieser Bot, Simon. Simon? Der Bot hieß Simon? Ich hol jetzt meinen Sohn da raus. Adam! Schluss jetzt damit. Ja, das ist alles ein bisschen knifflig tatsächlich, aus Adams Sicht. So, wir haben neue Einträge, hat geheißen. Das hier vielleicht? Richard ist ein Lügner. Er und ich haben nichts gemeinsam. Und was hat Dr. Sykes bei ihm zu suchen? Ich muss sofort zur Klinik. Okay, Richard wollte sicher nicht, dass ich das sehe. Scheint so, als betrüge er seine Frau mit sonderbaren Lydia. Das kennen wir alle schon. Das hier war tatsächlich das Neue. Okay, wir müssen zur Klinik. Sally! Du hast mich zu Tode erschreckt. Tut mir leid, Adam. Was ist denn? Etwas stimmt nicht mit mir. Meine Hände. Das sind nicht meine Hände. Ich hatte andere Hände. An dieser war ein Ring. Sally? Ich glaube... Ich habe etwas Schreckliches getan. Sally! Was macht Sykes mit meinem Sohn? Du hast keinen Sohn, Adam. Raus. Raus hier. Sofort. Am besten du schaltest dich ab. Ich muss sofort zu John. John ist gerade in einer Untersuchung. Das spricht Minerva zu uns. Ja. Ich glaube, langsam begreifst du, Adam, dass da wirklich was dran ist. Aber vielleicht brauchst du noch den letzten Ruck, um es wirklich zu begreifen, um es begreifen zu wollen vielleicht auch. Ich glaube, das ist eher der Punkt. Es wahrhaben zu wollen, es zu akzeptieren. Wir gehen zur Klinik, da können wir dann hoffentlich weitere Informationen bekommen. Ich vermute ja nicht, dass wir unseren Sohn treffen. Unseren Sohn. Aber so langsam wird es echt interessant, diese Geschichte. Komm, ich renn mal, ich hab's ja eilig, ich will meinen Sohn sehen. Komm, schneller, er muss hier irgendwo sein. Guten Tag. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Ja. So, ich kann hier, glaube ich, einfach reinmarschieren, ne? Bestimmt. Sir. Sie können da nicht rein. John! Sir?
Ich muss Sie bitten. Ja, interessiert mich gerade nicht. Wartungsraum. Mr. Newman? Hier kann ich rein. Die Drohnenschächte. Okay, was genau will ich hier? Ein Hub untersuchen. Drohnenkontrolle. Wir nehmen mal eine Drohne, für was auch immer. Ach so, ich muss jetzt hier durchfliegen. Potential Bug. Nach oben. So. Potential Bug. Vermeide die anderen Drohnen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier offenbar nicht. Mal hier ums Eck rum. Potential Bug. Corrupted Messenger detected. Corrupted Messenger detected. Ja, aber ich, wo soll ich denn hin? Kommt jetzt hier runter, hier rein, oder? Nee. Okay, aber dann kann ich jetzt hier fix ums Eck rum. So, und kann hier weiter. Das war's. Corrupted Messenger detected. Hä, aber wie soll ich denn das, wie soll ich denn das schaffen? Dreh die hier um? Ah, die dreht hier um. Dann kann ich ja da hinterher fliegen, wenn ich das richtig verstehe. Corrupted Messenger detected. Potential Bug. Okay. Wahrscheinlich muss ich hier lang. Das sieht so... Jawohl, da haben wir's. Huch Gott, was ist denn da los? Wo genau sind wir denn hier eigentlich? Datennetz oder was? Was soll das hier sein? Ich habe keine Ahnung. Lüftungsschacht. Datenlüftungsschacht. Da ist wieder eine rote Drohne. Wir gehen mal fix hier hin. Da nach oben. Ja. Wir finden unseren Weg. Da hinten ist rot. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind da. Okay, können wir jetzt hier was untersuchen? Was genau tut hier? Ich habe Angst. Was sind das für Geräusche? Untersuchen. Upload Report. Upload von MT-Einheit. Sally Miller. Vollständig durchgeführt mit normalen Bedingungen. Gedächtnismodifikation. Mentaloptimierung erfolgreich. Gedächtnisleistung nicht beurteilbar. Intellekt nicht beurteilbar. Sprache rückläufig. Alle anderen Werte 100%. Ja. Okay, was haben wir hier an dem Monitor? Philippa Well. Derivatumwandlung gescheitert. Datenverzögerungen wurden zurückgesetzt. Herzversagen nach 4 Minuten. Oh, okay. Eine Notiz. Notiz von Markova. Markova. Er stellt am Freitagabend, die neue Vogelalgorithmen funktionieren immer noch nicht. Die Schwarmintelligenz ist okay, aber die Interaktion mit Bäumen ist katastrophal. Schaut euch das bitte nochmal an. Okay. Richtlinien für Zufallsfraktale geändert. Wir haben Richtlinien für Zufall? Perfektion, Jerry. Wir haben Richtlinien für alles. Okay. So, was ist das hier? Das könnte die Stadt sein, oder? Die Nachbau der Stadt, wo keiner rauskommt. Ist es das? Wo genau? Das? Keine Ahnung. Warum wacht er auf? Ich weiß es nicht. Revert! Sofort alles umkehren! Wer, wo, wie, was? Wir haben ihn verloren. Corrupted Messenger detected. Ich habe denen gesagt, dass das so rum nicht funktioniert. Er wusste, worauf er sich einlässt. Mach Pause. Ich kümmere mich um den Bericht. Was machen Sie mit den Leuten? Wie geht? Das ist eine gute Frage. Was machen Sie mit den Leuten? Das sieht nicht gut aus.
Okay, welche Info fehlt mir denn noch? Da hinten weiter, kann ich hier, hier rein? Nee, hier kann ich... Ah doch, ich kann hier weiter, ich kann hier rüberfliegen, tatsächlich. Okay, Avatar. Corrupted Messenger detected. Untersuchen. Jonathan Link, Entwurf von... Okay, da kann man sich dann... Hä, kann man sich da... Versteigert an, kann man sich da einen Avatar aussuchen oder was? Okay, 7,2 ist mal ein bisschen mehr wert. 8,5. Okay. Da kommen wir nicht rein. Da drüben auch nicht. Dann geht's wohl da weiter irgendwie. Avatar. Richard Kane. Entwurf von Valerie von Stahl, Eigentum von Dr. Raymond Kurtz. Oder Kurz. Potential Bug. okay. Wo muss ich hin? Die Tür geht nicht auf. Corrupted Messenger detect potential. Da geht's nicht weiter. Da sind wir rausgekommen. Gibt's hier noch einen Lüftungsschacht irgendwo hier? Im Recreation Center sind wir hier. Info City 3. Nach zwei gescheiterten Versuchen war City 3 die erste Version einer lebendigen virtuellen Stadt. Ein in sich geschlossenes, aber noch nicht in allen Bereichen glaubhaftes System, das leider erhebliche Sicherheitslücken aufwies, wie sich bald herausstellte. City 4. Die vierte Version der Stadt brachte bahnbrechende Verbesserungen. Neben dem Durchbruch in der taktilen Sinnesdarstellung und in einer glaubhaften simulierten Arbeitswelt bot sie erstmals die Möglichkeit, vollständige und dauerhafte Uploads durchzuführen. Letztlich allerdings hatten während des Baus der Stadt Technik und Know-how solche Fortschritte gemacht, dass es entschieden wurde, die Stadt noch einmal von Grund auf neu zu bauen. Und das wird dann City 5 sein wahrscheinlich. Notiz. Notiz von Raymond Kurz. Er stellt vor über einer Woche zum 100. Mal Kenny. Achso, zum 100. Mal Kenny. Mich interessiert nicht, ob der Sternenhimmel realistisch ist. Mich interessiert, dass er ästhetisch ansprechend ist. Und das war er in Valeries Entwurf. Stell die Proportionen wieder so her, wie sie waren. Monitor. Upload Report. Verfälschte Farbwerte, permanente Spasmen. Okay. Upload von RN. Zielkörper Adam Newman. Oh, Adam Newman. Okay, den kennen wir doch. Upload. Vollständig durchgeführt bei leicht verminderter Bedingungen. Gedächtnismodifikationen 98% abgeschlossen. Kein Abschluss möglich wegen BP-Zwischenfall. Mentaloptimierung erfolgreich, Gedächtnisleistungen leicht beeinträchtigt, alle anderen Werte 100%. Was machen die hier? Daniel Sykes. Erstellt heute Morgen, versucht es mal mit folgenden Einstellungen. Adenin, ja, und dann ein bisschen Potenz schrauben, okay. Monitor, Upload, Paket, folgende Störung, drastische Gewebevermengung, Identitätsverlust, verfälschte Farbwerte, boah, was zur Hölle. City 6, das ist aktuelle. Derzeit besteht kein Grund, City 5 zu verlassen. Dennoch machen... Achso, 5 ist aktuell, genau, und 6 ist wohl in Planung. Dennoch machen sich unsere klügsten Köpfe permanent Gedanken über zukünftige Lebensentwürfe. Denn der Weltgeist hat noch einen weiten Weg vor sich und City 5 ist nur anfangs nicht der Endpunkt dieser Entwicklung. Ja, oh Gott. Okay, da oben können wir wieder rein. Hier offenbar nicht, aber auf der anderen Seite dann wahrscheinlich. Eine virtuelle Realität. Ganz offenbar ist das Realität geworden. Potential Bug. Wow. Das war knapp. Wir sind jetzt hier wohl außen rum geflogen. Corrupted Messenger detected. So. Kommen wir hier rum, haben wir die... Potential Bug.
Kommen die auf mich zu? Die dreht sich ja nur. Dann müssen wir schnell hier rein. So. Das war knapp, aber ich habe es, glaube ich, geschafft. So. Oh, jetzt haben wir was Entscheidendes gefunden hier. Ah ja, das kennen wir.